Jawohl, und damit ganz herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Europa Universalis 4. Und wir sind mitten im Krieg gegen Großbritannien, dem VRN und Sizilien, aber auch Neapel. Und ja, wir mal schauen, was wir diese Folge hier rausschlagen können. Wir sind hier auf jeden Fall schon mal kräftig am Besetzen. Wir werden hier in Amerika mal vorsichtshalber unsere Einheiten zusammenziehen, denn es kann natürlich durchaus passieren, dass die hier dann auch mal landen. Und das werden wir mal direkt in Angriff nehmen, dass wir euch dort gemeinsam aufstellen lassen. Denn irgendwie ist unsere Kolonie nicht fähig, größere Einheiten auszuheben. Und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Die haben nur so eine 3000-Mann-Armee dort rumwackeln. Naja, schauen wir mal. So, hier die Einheit werden wir auf jeden Fall auch schon mal zusammenlegen. Das ist kein Problem. Und hier sind wir, glaube ich, gerade in der Landung drin. Genau, und da werden wir die zwei Provinzen schon mal besetzen. Hier unten ja, hatten wir das Problem, dass wir hier angegriffen worden und zurückgedrängt worden. Und ich habe fast die Befürchtung, dass das hier gleich nochmal auf uns zukommen wird. Wobei ich jetzt gerade überlege, wie wir es am günstigsten anstellen. Ob wir jetzt erstmal fliehen sollen oder nicht. Ich denke mal, wir werden mal für den Moment fliehen. Wir lassen euch mal zurückziehen. Ich weiß nicht, ob das noch rechtzeitig kommt, dieser Befehl. Wohin flüchtet ihr denn? Okay, können wir euch den Auftrag geben, dort genauso hinzufliehen? Vielleicht aber über diesen Weg und dann hier rüber. Mal sehen, ob das gut geht, dass ihr euch dort erstmal sammeln könnt und gemeinsam verstärken könnt. So, hier sind wir alles, hier ist alles soweit eingestellt, das passt soweit. Hier, Sächsisch-Brasilien ist mit einer kleinen Flotte auch vor Ort, das ist ganz nett. Wir lassen die Zeit erstmal langsam weiterlaufen. So, wir haben einen Kriegsgrund gegen Portugiesisch-Kolumbien. Okay, einen Kolonialkriegsgrund. Ganz nett, aber ist jetzt noch nicht das, was wir gerade brauchen. Später vielleicht mal. So, wie sieht es hier aus an der Front? Das passt auch alles soweit. Jetzt müssen wir mal hier oben die Einheiten in Beobachtung haben. Okay, die marschieren immer noch dorthin. Das heißt, wir sind wahrscheinlich schneller weg, als sie uns folgen können. Jawohl, das haben wir geschafft. Wer ist hier dran? Das ist Frankreich. Frankreich ist am Besetzen und wird wahrscheinlich gleich auf Neapel, glaube ich, war es, stoßen. Dann wir schauen mal, ob wir das hinbekommen. So, vielleicht marschieren die jetzt auch direkt hier runter auf Frankreich zu. Ich glaube es zwar nicht, aber schauen wir mal. Die wollen, denke ich mal, erstmal hier die besetzten Gebiete befreien. Gucken wir mal. Ich würde ja gerne auch unsere Flotte hier nach unten verlegen, um dann ein paar Einheiten rüber zu ziehen. Aber das traue ich mich gerade nicht. Deswegen lassen wir das erstmal so. Hier wird es gleich zu einer Kampfhandlung kommen. Das ist auch interessant. Jawohl. Und da sollten wir vielleicht aber kurzzeitig auch mal Verstärkung schicken. Ich weiß nicht, ob wir das können. Ja, nur übers Schiff, das lohnt nicht. Können wir hier aber. Guck mal, wenn wir euch halbieren, müsst man hier einen Teil rüberschicken können. Dann können wir euch wieder zusammenlegen. Und dann könnte das eventuell sogar schon reichen. Besser gesagt, okay, wir können jetzt alle schicken. Sachsen hat Eierscheier oder sowas besetzt, wie auch immer. Das klingt so verkehrt. So, dann lasst euch ja auch mal rüber verlegen. In der Hoffnung, dass wir noch rechtzeitig kommen. Belagerung von Ferrara ist abgeschlossen. Sehr gut, da haben wir die Truppe nämlich auch frei. Und dann können wir hier nämlich vielleicht sogar nach unten marschieren. Weil ich noch nicht weiß, ob das jetzt sinnvoll ist. Ich denke mal, wir sollten vielleicht hier erstmal weitermachen mit den Belagerungen. Ich habe Angst, dass die dann von unten wieder angewackelt kommen. Wir ziehen sie mal ganz kurz dort hoch. Schauen wir mal. Wir haben einen Kredit aufgenommen. Das ist in Ordnung. Da versagt meine Stimme. Können wir hier nichts, wirklich nichts tun? Ja, es wird recht spät sein. Also wir werden nicht rechtzeitig da sein. Lass mal so machen. Dann können wir hier vielleicht auch nochmal die Hälfte abziehen. Weil er sagt, wir können ja so viel übrig lassen, dass es für die Belagerung reicht. Das ist trotzdem genau die Hälfte, okay. Und hier können wir das gleiche auch machen. Und dann auch nach hier oben verlegen. Das müsste dann ja vielleicht sogar passen. Aber ich glaube, wir kommen nicht mehr rechtzeitig dort an. Genau, da haben wir den Kampf verloren. Aber die sind nur auf dem Rückzug. Und wir gehen direkt wieder in den nächsten Kampf und werden sie jetzt zurückschlagen, denke ich mal. Jawohl, sieht gut aus. Okay, da haben wir das soweit geschafft. Da haben wir nur unsere Einheiten hier ganz schön zerrissen. Das müssen wir später wieder alles aufteilen. So, die lassen wir mal ganz kurz erholen. Besser gesagt, könnt ihr euch schon wieder bewegen? Ja, ihr könnt euch bewegen. Dann bewegt euch zumindest schon mal hier nach oben, dass wir euch dort in der Nähe haben. So, die Einheit werden wir mal nach dort verlegen. Die Einheit werden wir mal nach da verlegen. Sachsen hat Friaul besetzt, das ist schön. So, dann werden wir hier direkt weitermachen, wobei Aragon da schon dran ist. Na gut, dann lassen wir die halt dort. Dann lass dich mal nach Neapel verlegen. Ich hoffe, das ist jetzt keine schlechte Idee. Belagerung von Romagna.
Okay, da sind wir auch fertig. Sehr gut. Dann können wir dich vielleicht auch direkt hier durchziehen. Machen wir mal. Wie sieht's in Amerika aus? Okay, wir haben hier Mannverluste einfach aufgrund der Größe der Armee. Ist allerdings halb so schlimm. Und ich glaube, die Provinz gehört schon... Genau, wir haben die sogar schon richtig gemacht. Okay, dann lass hier mal den nächsten Kolonisten ausschicken. Wir marschieren mit der Armee direkt mal nach dort oben durch. Müssen jetzt hier aber wieder gucken. Die Armeen haben sich zusammengefunden. Das ist gut. Dann bitte auch zusammenlegen. Und dann werden wir hier mal in den Kampf gegen Neapel marschieren. Ich denke mal, das wird was Sinnvolles sein. Wie weit sind die mit der Belagerung? Ah, es geht noch. Wir hätten sogar noch ein klein wenig Zeit dafür. So, die Einheiten marschieren auch nach oben. Sachsen hat Lothian besetzt. Oh, das ist nett. Da sind wir nämlich dort auch gleich durch. Und dann können wir euch ja schon mal mit nach dort oben verlegen. So, ihr seid jetzt auch wieder da. Jetzt hier muss ich mal gucken. Ja, ist das von der Einteilung? Okay. Die Einheit könnte auf jeden Fall hier in den Kampf gehen und vielleicht dann auch Unterstützung bekommen durch diese Einheit. Ich denke mal, das machen wir. So, dann lasst das erstmal machen. Sachsen hat Fife besetzt. Sehr schön. Die könnten dann sozusagen mit in den Kampf gehen, wobei ich mir das noch überlege gerade. Hier, euch können wir auf jeden Fall zusammenlegen. Dann ist das wieder eine ganz normal große Armee. Und da können wir theoretisch auch noch mit in den Kampf gehen. Belagerung von Lancashire ist abgeschlossen. Endlich. Sehr gut. Dann verlegen wir euch auch noch hier oben. Hier müssten wir noch dran sein an der Belagerung. Okay. Und hier genauso. Okay, naja, wir machen erstmal weiter. So, das Ding haben wir also auch besetzt, die Highlands. Sieht gut aus mit unserem englischen Eroberungskrieg. Und da steht noch eine 12.000 Mann-Armee von denen. Ah, die können wir dann auch gleich zerschlagen, das sollten wir hinbekommen. Belagerung von Urbino ist abgeschlossen, sehr gut. So, dann können wir euch... Nee, können wir nicht. Können wir hier? Können wir nicht? Können wir da? Können wir nicht. Okay. Und dann stell dich vielleicht erstmal nach Mailand. Ja, mach das erstmal, dass du nach Mailand gehst. Dann hätten wir das nämlich auch schon mal soweit. Und hier sind wir im Kampf. Werden gleich Unterstützung bekommen von Aragon, die auch dringend notwendig ist. Jawohl, und damit sollte der Kampf zu unseren Gunsten ausgehen. So, die Einheit können wir, glaube ich, noch nicht verlegen. Doch, können wir verlegen. Okay, dann machen wir das. Zeigen. Jawohl, den Kampf haben wir gewonnen. Das ist super. Und dann können wir hier eine Einheit abziehen und können wir die schon vielleicht direkt hier nach oben. Na gut, dann erstmal dahin. Könnt ihr vielleicht? Nein, okay. Wieso auch immer man hier nicht zuerst drauf darf. Also hier geht es, glaube ich, immer. Genau, hier würde es gehen. Aber dort kommt man erst hin, wenn man hier ist oder so. Ich keine Ahnung. Also bisher war es auf jeden Fall immer so. Na gut. So. Gut, da haben wir die Einheiten zerschlagen. Das ist auch in Ordnung. Theoretisch können wir jetzt hier schon mal versuchen, rüber zu landen. Weil ich noch nicht ganz weiß, ob das sinnvoll ist. Wir probieren es einfach mal. Und da können wir die Einheit nämlich auch hier abziehen. Und dann gucken wir mal. Die Frage ist, wollen wir dem jetzt vielleicht noch einen schicken Anführer geben, bevor er das macht? Wir geben mal dir diesen Anführer. Dann hast du nämlich ein paar Manöverpunkte, dann kriegst du nicht so eine ganz großen Abzüge. Jawohl, aber es sieht sowieso gut aus. Aberdeen haben wir besetzt. Wunderbar. Den Kampf haben wir gewonnen, das haben wir ja gerade gesehen. So, dann lass mal nach hier oben wackeln. Und wenn du darfst... Nein, darfst du immer noch nicht, okay. Aber du kannst dich vielleicht nach hierhin verlegen. Genauso wie du dich hier schon mal nach da verlegen kannst. Sachsen hat Morbihan besetzt. Wo ist das denn? Ah, das ist das, okay. So, dann werden wir hier nochmal zur Unterstützung kommen für die Truppe der Aragon. Und dann wird uns das nämlich auch demnächst gehören, denke ich mal. Und da sind wir hier im, ja, Frankreich-Gebiet sozusagen erstmal fertig. Dann geht es jetzt noch hier drum, dass wir das schaffen. Was aber im Moment ganz gut aussieht. Wir scheinen den Kampf zu gewinnen, wieso auch immer der ausgebrochen ist. Jawohl, kein Problem. Sehr gut. Okay, das war ein anderer Kampf, aber es macht nichts. Was haben wir hier? Verbreitung feindseliger Publikationen. Bedauerlich. Ja. Und Seeschlacht gewonnen. Seeschlacht gewonnen? Okay. Na gut. Sachsen hat Ulster besetzt. Da sind wir wieder hier oben tätig. Genau. Dann lass mal die Einheit nach dort verlegen. Dort sind wir im Kampf drin. Haben wir hier noch eine andere Einheit hinterher marschiert. Da sollten wir mal schicken.
So, die Einheit ist nach da unterwegs. Das ist auch in Ordnung. Hier müsste man dann auch langsam mal fertig werden von der Belagerung. Aber ich denke mal, das wird werden. Und dann haben wir da den Kampf gewonnen. Die werden dann gleich hier bestimmt nochmal zerschlagen werden. Lass mal zeigen. Jawohl, da sind sie zerschlagen worden. Wunderbar. Und dann können wir hier wahrscheinlich jetzt auch rüber marschieren. Ne, immer noch nicht. Und da haben wir das Ding besetzt, können wir jetzt hier rüber marschieren. Auch noch nicht. Okay, wieso auch immer. Zumal hier wirklich Schiffe von uns drin stehen. Naja. Schauen wir mal. Kommen wir hier schon irgendwie hin? Nur mit dem Truppentransport, aber dann können wir den ja nutzen. Das soll uns nicht stören. So, und wir probieren es immer mal wieder, dass wir hier anlanden können. Die Einheit können wir schon mal rausziehen eigentlich. Besser gesagt, wir schauen uns die Armeen mal direkt an. Armee auswählen. Lass mal direkt gucken. 735. Und die andere müsste 14610 sein. Okay, dann nehmen wir die 735 Armee hier raus. Und verlegen die erstmal nur nach dahin. Belagerung von Glamorgan. Okay. Ah, das ist das Ding dort unten. Sehr gut. So, die Armee sieht ein bisschen lustig auch von der Aufteilung. Die hat, ja, dadurch, dass ich hier Belagerung abspalten gemacht habe, sieht die etwas zerrissen aus. Das müssen wir alles wieder dann ordentlich zusammenlegen natürlich. So, ich überlege, ob wir auch schon mal dort rüber marschieren könnt. Könnt ihr nicht. Okay, könnt ihr direkt aufs Schiff? Weil theoretisch ist ja genug Platz, aber gut, wollt ihr nicht. Dann lassen wir euch einfach erstmal hier stehen, in London vielleicht. Besser gesagt, ihr könnt hier erstmal hingehen. Sachsen hat Kohn auch besetzt. Ist in Ordnung. Sachsen hat Leinster besetzt, jawohl. So, dann müssen wir hier erstmal warten, bis die Belagerung dort fortgeschritten ist. Von Foggia ist abgeschlossen. Dann lass mal gucken. Das ist das Ding, okay. Ist das für uns jetzt belagert? Besetzt durch Sachsen, jawohl. Sieht gut aus. So, dann müssten wir hier weiter vordringen können, theoretisch. Da stellt euch mal dahin. Und dann schauen wir mal. Da haben wir die Kultur in einer Provinz geändert. Da müssen wir eigentlich auch immer mal wieder drauf gucken, das vergesse ich manchmal. Da können wir hier Lüttich noch die Kultur verändern. Jawohl, und das hatten wir dann auch. So, dann müsste man das hier eigentlich noch relativ flott jetzt belagern. Das wäre noch so ein Wunsch von mir. Hier, das ist wieder befreit. Das ist in Ordnung. Lass mal Pause reinmachen. Sächsisch-Brasilien erhält 10% Freiheit bestreben. Okay, sie sind Teil von Sachsen. Unsere Interessen sind die ihren. Ja, das ist aber ärgerlich. Nehmen wir das mal so. Sachsen hat Münster besetzt. Lass mal gucken. Jawohl. Okay, dann sind wir hier soweit durch mit den Belagerungen. Sehr schön. Da können wir euch hier, glaube ich, auch wieder abziehen. Besser gesagt, nee, ihr seid noch am Belagern dort oben. Könnt ihr inzwischen jetzt eventuell mal hier... Ja, jetzt geht's auf. Was? Ihr könnt noch immer. Okay. Sachsen hat Bari besetzt. Ja, das ist gut. Dann ist hier der VRN auf einmal wieder tätig. Den sollten wir dort zurückschlagen. Du hast auch einen General, glaube ich, an Bord. Das ist der Lukas Sehm. Okay, der ist hier gar nicht mit aufgeteilt, aufgelistet. Na gut, macht aber nichts. Solange der dabei ist, ist das ja kein Problem. So, wir sollten wahrscheinlich hier zur Unterstützung kommen. Wir ziehen mal die Hälfte von euch dort rüber. Und vielleicht auch die Hälfte von euch. So, lass das mal so machen. Genau, dann kriegen wir den nämlich ohne Probleme zurückgeschlagen. Sehr gut. So, dann können wir die Hälfte nämlich wieder hier zurückverlegen. Und die andere Hälfte müsste die sein. Die können wir dann hier wieder zurückverlegen. Jawohl. So, da kam die Silberflotte wieder an. Das ist auch gut. Dann werden wir das Ding hier auch schon mal nebenbei besetzen. Und hier können wir die Einheiten wieder zusammenlegen. Genauso wie hier. Und dann sieht der Krieg, glaube ich, schon mal gar nicht mal so schlecht aus hier. Und hier kommt Sizilien an. Ne? Hatte ich mir doch gedacht, dass die das dann irgendwann mal machen werden. So, lass mal schauen. Die haben sogar schon Cayenne besetzt und haben die Armee von unserem Kolonialstaat ja auch schon zerschlagen, offenbar. Ja, aber ich will jetzt die Einheiten dort nicht rausziehen, weil wir sind ja hier gerade dabei, Kolonien zu gründen. Und ihr könnt natürlich probieren, einfach mal einen Separatfrieden mit Sizilien zu verhandeln. Die wollen allerdings noch nicht, okay. Na gut, dann werden wir sie noch ein bisschen belagern, wenn euch das hilft.
bei der Entscheidung, ich habe damit kein Problem. Belagerung von Mess. Sehr merkwürdiger Name. So, da haben... Wir haben die Seeschlacht gewonnen. Okay, Sachsen hat Salerno besetzt. Wir sollten die Schiffe mal anschauen. Es geht aber, es war nur von der Moral. Sah es nicht ganz so gut aus. Wir könnten dir natürlich aber auch mal einen Anführer geben. Kannst du erstmal hier dort anlocken. Genau, und kriegen wir dann für dich einen schicken Anführer. Das ist ein ganz normaler Admiral. Genau, das ist ein ganz normaler, würde er reichen. So, dann hast du jetzt ab sofort einen Admiral an der Seite. Gut, wir können hier mal in unsere Ideen mit reinschauen. Ich glaube, da ist was möglich. Ich gucke nur gerade, was hier möglich sein könnte. Aber wir können eine neue Ideengruppe freischalten. Ja, das nützt uns nichts. Wir haben gerade eh keine Punkte dafür frei. Also von daher nützt uns das wirklich nichts. So, wir können hier eigentlich mal die Einheiten zusammenlegen. Genau, ihr müsstet zusammengehören auf jeden Fall. Lass mal gucken. Da fand ein kleiner Kampf statt, aber den haben wir gewonnen scheinbar. So, dann hier erstmal wieder aufpassen. Das wird zusammengelegt. Das müsste dann passen. 14, 6, 10. Jawohl. Sieht gut aus. 2, 6, 9. Das ist so eine merkwürdige Aufteilung. Das könnte mit der hier zusammenpassen. Genau. Komm, dann lass dich nach da verlegen. So, du bist 14, 6, 10. Also du bist soweit komplett. Das passt. Ich glaube, die Einheit ist noch halbiert. Genauso wie die Einheit. Die gehört eigentlich sozusagen noch damit dazu. Und war gerade allerdings nicht hinbekommen. Aber wir können dich zumindest erstmal daneben hinstellen. Und jetzt könntest du sogar durchmarschieren. Okay, das sollte soweit passen. So, die Schiffe werden nebenbei repariert. Der Monat ist auch gleich zu Ende. Dann müssten die sogar schon fertig sein. Wunderbar. Dominanz im Salzhandel. Mein Kaiser, uns beeinflusst nun Dominanz im Salzhandel. Armee-Unterhaltsmodifikator. Minus 10%. Das ist was Nettes. Sehr schön. Statistik. Da hat sich das endlich gelohnt, was wir hier gemacht haben. Strategische Güter. Jawohl, da haben wir wirklich die Dominanz erhalten. Sehr gut. Da müssen wir nur wahrscheinlich weiter dran arbeiten, dass uns die nicht wieder weggenommen wird. Schauen wir mal. Und ich weiß gar nicht, ob ihr bei der letzten Folge die Mod hier schon gesehen habt, aber ich habe hier ein bisschen was erweitert oder installiert, dass wir jetzt hier so eine kleine Übersicht haben und ja die Symbole viel schneller finden und draufklicken können. Und da wollte ich mich gerade mal gucken, ob es in England vielleicht auch irgendwo Salz gibt, aber scheint es nicht. Okay, England hat kein Salz. Das macht aber auch nichts. Wir werden uns, denke ich mal, große Teile von Großbritannien einverleiben. Zumindest die, wo wir Ansprüche fingiert haben. Und das war ja nun nicht ganz so wenig. Guck mal, da haben wir überall Ansprüche drauf. Allerdings müssen wir halt den Krieg dafür noch ein bisschen fortschreiten lassen. Guck mal, kannst du nicht schon hier nach unten marschieren? Oder dahin? Nein, auch nicht. Okay. Ja, dann warten wir halt, bis das noch belagert ist. Uns soll es nicht stören. So, das VN ist komplett belagert. Theoretisch könnte man ja mal einen Frieden verhandeln. Nur mit dem VN. Und ich gucke gerade, ob wir uns vielleicht hier nochmal Provinzen abspacken können. Sind alles 64 Punkte. Selbst das würde nicht gehen. Die ist ein bisschen weniger wert hier. Aber da könnten wir uns zumindest Friau holen. Da hätte man zumindest eine Provinz mehr. Die Frage ist, was das dann für Auswirkungen im Endeffekt hat. Ich denke mal, wir Forderungen senden. Wir haben nicht diplomatische Macht. Okay, da brauchen wir noch zwei diplomatische Macht, damit wir das uns leisten können. Also nächsten Monat müsste es gehen. Irgendwo haben wir einen Kampf verloren. Okay. Belagerung von Neapel ist abgeschlossen. Wunderschön. Da können wir einen Separatfrieden mit Neapel schließen. Und da werden wir mal die auffordern, Verträge aufzukündigen. Und zwar mit diesen Staaten. Plus, was können wir noch? Kriegsreparation vielleicht. Religion erzwingen ist was Wichtiges. Komm, da lass lieber das Bündnis mit K. Und von mir aus auch mit Siena. Dafür habt ihr dann aber unsere Religion. Das ist gut, das ist gut. Ein bisschen Kohle könnten wir auch noch mit rausschlagen. Genau, wunderbar. So, und die verhandeln nur in ihrem eigenen Namen. Das ist in Ordnung. So, Forderungen senden. Jawohl. So, dann müssten die jetzt... Genau, unsere Religion angenommen haben. Wunderbar. Und die haben sogar direkt so ein... die haben die Religion sogar tatsächlich auch schon. Das ist schön. So, dann lass dich erstmal hier wieder rausverlegen, weil ich glaube sonst, wenn ich dich jetzt hier direkt rüber schicken würde, würde das nichts bringen für dich. Du würdest das nicht mitmachen. Und deswegen machen wir das mal darüber. Und
Jetzt überlege ich trotzdem, ob wir mit Sizilien schon mal wieder versuchen. Wobei ich nicht glaube, dass das gehen wird. Wir können es testen, aber ich glaube nicht, dass Sizilien bereit ist. Nee, Sizilien fühlt sich noch nicht bereit für uns. Aber wir sind dran. Guck mal, hier oben könnte man... Ist auch noch Sizilien. Das habe ich ja fast übersehen. Aber gut, dass Aragon da aufgepasst hat. Denn die sind dort schon kräftig am Belagern. Das ist in Ordnung. So, hier sind wir auch noch kräftig dran. Hier, das ist eigentlich fast soweit abgeschlossen. Das ist in Ordnung. Und dann können wir hier eigentlich die Flotte verlegen. Die Frage ist, wo wollen wir sie denn hin verlegen? Guck mal, hier. Da haben die 87 Schiffe drin. Sobald das hier besetzt ist... Müssen die nämlich raus, die Schiffe. Und ich denke mal, das wird vielleicht ganz nett sein, wenn wir die dann dort zerschlagen dürfen. So, da haben sie unsere Armee mal wieder zurückgeschlagen. Ach, okay. Ja, es wird jetzt wahrscheinlich so hin und her gehen, bis sie die vielleicht komplett zerschlagen. Schauen wir mal. Hier freue ich mich schon ein bisschen drauf, dass wir dann so einen fetten Schiffskampf gleich bekommen werden. Sobald das zumindest hier eingenommen ist von unserer Seite. Die Armee ist wieder draußen. Genau, dann können wir euch nach hier unten verlegen. Dann macht das mal. Und ansonsten, euch können wir hier schon wieder zusammenlegen. Das ist auch in Ordnung. Und dann können wir euch nochmal ordentlich halbieren. Das war also eine komische Aufteilung bei dieser Armee. Dann können wir hier vielleicht ein bisschen plündern gehen. Lassen wir mal direkt machen. So, die Belagerung ist abgeschlossen. Jawohl, wie sieht es jetzt aus mit dem Frieden? Wobei, wir können ja noch ein bisschen weitermachen. Guck mal, da geht ja noch was. Und dann hier nochmal, schauen wir mal, ein Befehlshaber ist gestorben. Warte mal, kannst du mal ganz kurz hier stehen bleiben? Einfach mal zum Gucken, ob wir es schaffen. Eine Belagerung von Finsterre, jawohl. Da wird es hier gleich zum Kampf kommen. Sehr gut. Und da... Halt, Pause! Nicht so schnell. Schatzkammer oder administrative Macht. Wir nehmen die administrative Macht. Eine Revolte ist losgebrochen. In Österreich, okay. Und hier haben wir den Kampf gewonnen und wir haben ein Schiff verloren, wenn ich das richtig sehe. Tatsächlich, wir haben ein Schiff verloren. Das müssen wir direkt nachproduzieren. Das war ein Transportschiff. Dann lass das hier mal machen. Wunderbar. Und dann lass hier mal andocken. Gut. Das passt soweit, das passt auch soweit. So, hier der Kampf sieht gut aus. Das heißt, wir können ja wirklich schon nach unten marschieren. Und ihr könnt eigentlich, wenn ihr dürft, schon direkt da durchmarschieren. Und einen Kampf haben wir verloren. Wieso auch immer. Warte mal, verliert administrative Macht. Ach, okay. Ach so, hier drüben wieder. Okay, da wurden sie, glaube ich, komplett zerschlagen, unsere Armee. Das soll uns aber jetzt nicht stören. Die können wir nachproduzieren. Gut. Wie sieht es ansonsten aus? Wir haben 72% Kriegsstand. Das ist erstmal ganz nett. Ihr würdet immer noch keinen Frieden eingehen wollen. Und ich habe hier auch nichts ausgewählt, oder? Nicht, dass ich wüsste. Genau, sonst müsste es hier ja auch stehen. Okay, aber wenn ihr wollt, also wir machen hier auch ein Stück weit weiter. Also mich soll es nicht stören. So, da sind wir dort am Belagern, dort am Belagern. Das passt alles. Ach ja, mit VN wollten wir einen Separatfrieden erstellen. Das werden wir mal direkt machen. Diplomatfrieden verhandeln. Und dann hätten wir gerne Free Owl. Und wir schicken mal die Forderung raus. Besser gesagt, wir können ja hier nochmal schauen, ob hier noch was ist. Großbritannien das Bündnis auflösen vielleicht. Ansprüche aufgeben auf Sachsen. Das finde ich noch in Ordnung, wenn wir das noch dazu bekommen. Und dann vielleicht noch ein bisschen Kohle. Jawohl, und Forderung senden. So, lass mal schauen. Sehr gut, wohl an. Und dann werden wir das direkt mal zur Kernprovinz machen, wenn wir uns das leisten könnten. Mensch, 378. Aber ich will das VRN nach und nach zerschlagen, weil die Provinzen halt auch sehr viel wert sind. Die haben auch halt eine hohe Entwicklungsstufe einfach, 33 Punkte. Wenn man das so mit anderen Provinzen von uns vergleicht, 15, 10 und so weiter, da ist 33 schon ganz ordentlich. Und ich glaube, deswegen sind die auch so teuer hier. Guck mal, die haben 36, 37, 36, 16. Okay, die ist relativ günstig zu haben. Ja, müssen wir halt schauen, dass wir das gut hinbekommen. Aber das wird auch ein Grund sein, weshalb der Frieden mit England noch ein bisschen auf sich warten lassen wird. Sizilien hat ein Dingens besetzt. Ja, ist in Ordnung. Können wir nicht verändern. Aber wir können hier weiterhin bei Sizilien besetzen auf jeden Fall. Jawohl, das haben wir. Sachsen hat nochmal Dingens besetzt. Zwei Provinzen auf einmal.
So, kämen wir denn, wenn wir wollten, jetzt hier spontan mal rüber? Müssten wir einfach mal testen. Vielleicht klappt das ja. Nee, da haben die tatsächlich schnell noch Schiffe hingesetzt. Aber das Ding haben wir auch besetzt. Wir probieren es einfach nochmal. Diplomatie, Frieden verhandeln. Jetzt würden sie es machen. Okay, das ist gut. Ansprüche aufgeben auf Portugal, Mailand. Die haben Ansprüche auf uns. Das sind aber 20 Punkte. Die sind es nicht bereit herzugeben. Okay. Können wir ein bisschen Kohle fordern? Tatsache, ein bisschen Kohle geht. Dann schicken wir die Forderung so raus. Ist auch in Ordnung. Jawohl, wohl an. Und dann haben wir den Frieden mit Sizilien sozusagen im Sack und Tüten. Und dann bitte hier die Einheiten erstmal rausziehen. Genauso wie hier. Da müssten wir auch alle haben. Wunderbar. Gut, dann sind wir eigentlich nur noch im Krieg mit Großbritannien und den ihren Kolonien. Wobei wir da auch einen ganz guten Kriegsstand inzwischen jetzt erreicht haben. Wir sind halt hier noch am Belagern, das wird noch gleich werden. Kernprovinz können wir noch nicht erstellen, aber demnächst, das müssten wir auf jeden Fall noch abwarten. Wir können mit den Diplomaten vielleicht schon mal ganz nebenbei, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, Ansprüche fingieren. Ich frage es auf welche Länder. Mailand. Nee, mit wem ist denn Großbritannien noch im Krieg? Nee, es bringt ja auch nichts. Da haben wir ja gerade Waffenstillstände geschlossen sozusagen. Wenn wir da jetzt Ansprüche fingieren, das kommt nicht so gut. So, Böhmen ist im Krieg. Das ist nett. Da könnten wir vielleicht schnell Ansprüche auf Böhmen fingieren. Wir machen das mal. Geheimdienstaktion, Anspruch fingieren und da gehen wir mal wieder die Palette durch dann. Und auf K können wir auch mal Ansprüche fingieren. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. So, bei Siena können wir mal den Diplomaten abziehen, dass wir den dann frei haben. Beziehungsaktionen, Beziehungen verbessern, stoppen. Jawohl. So, Beraterstühle sind frei. Besser gesagt, nur einer ist frei. Aber gut, den müssen wir jetzt auch nicht unbedingt besetzen. Das sieht ja gut aus vom Krieg her. Gut. So, da sind wir dran, dass das alles soweit läuft. Wir müssen jetzt erstmal die diplomatischen Punkte für Friol hier zusammen haben, dass wir das als Kernprovinz erstellen können. 278 brauchen wir insgesamt. So, 356 wären das. Belagerung von Orkney ist abgeschlossen. Sehr schön. Und ihr könnt jetzt bestimmt nicht rausmarschieren, das soll uns aber nicht stören, mein Gott. Und da wird auch noch belagert. Ihr seid soweit wieder vollständig. Genau, dann lasst euch zusammenlegen. Und dann marschiert mal hier hoch, dass wir dort mal zur Unterstützung kommen. So, Österreich. Der große Staatsmann Franz I. von Habsburg von Österreich ist gestorben. Unsere Staatsehe mit Österreich ist vorüber. Gibt es in Österreich eigentlich noch die Rebellen? Nein. Okay, wunderbar. Haben sich zurückgeschlagen. Halt, lass hier gucken. 377. Ich habe das Gefühl manchmal, dass das auch steigt. So, Kriegsmüdigkeit plus 4,5%. Deswegen steigt das Ding. Zur Kernprovinz machen. Ein Ruf zu den Waffen, natürlich. Gegen Frankreich. Und Frankreich ist alliiert mit Provence und Aragon. Na, ich glaube nicht, dass das gehen wird. Gegen Aragon dürfen die gar nicht. Burgund will aber jetzt den Krieg. Warte mal. Doch, tatsächlich, die sind im Krieg gegen Aragon. Das geht doch gar nicht. Wir sind da selber im... Warte mal. Wir sind doch selber mit Aragon im Krieg. Wir können doch jetzt hier nicht akzeptieren eigentlich. Aragon kämpft doch an unserer Seite. Wir können gar nicht beitreten. Wir müssen das ablehnen. Ablehnen. Es geht nicht anders. Aber es war ja auch zu befürchten eigentlich. Na gut. So, die Schiffe haben wir dort oben. Wunderbar. Das heißt, sobald die dann sich ja rausziehen müssen, wird es hier zu einem größeren Kampf kommen. Schauen wir mal. So, wir haben noch einen guten Admiral dort drin stehen. Das ist auch soweit in Ordnung. Und wir können theoretisch hier aber noch die Einheit mit rüber verlegen jetzt, dass wir euch mal dann vereinen. Jawohl. So müsste das passen. Und die anderen Einheiten, hier haben wir noch zwei 15.000er Einheiten. Wo seid ihr denn? Achso, ihr zieht hier ein bisschen Kohle ab. Genau, das ist in Ordnung. Können wir hier eigentlich auch machen. Wobei das nicht unbedingt notwendig ist. Aber ich sehe, wir haben genug Kohle, dass wir den Kredit wieder zurückzahlen können. Darlehen tilgen. Jawohl, mach das mal. Da sind wir das nämlich erstmal wieder los.
Und können wieder so ganz normal Kohle ansparen. Das da hinten müsste besetzt sein. Genau, da können wir hier die Armee jetzt vielleicht jetzt in diesem Moment rausziehen. Wunderbar. Unser Agent wurde entdeckt. Die Belagerung ist abgeschlossen. Und hier wird es gleich zum Kampf kommen. So, gucken wir mal. Da sinkt denen ihre Moral ganz ordentlich. Sehr schön. Da haben wir die Schiffe auch ordentlich dezimiert. Das ist gut. Dann könnt ihr hier ganz kurz mal anlegen. Und euch nochmal reparieren. Okay, das ging flott. Sehr schön. Und dann können wir euch hier auch abziehen. Theoretisch können wir euch dann hier rüber schicken. Das werden wir mal machen. Weil das, glaube ich, jetzt gerade nichts bringt. Weil wir... Doch, wir schaffen es. Und da sind wir da nämlich auch nochmal im Kampf. Und dann tun wir die auch nochmal schiffsmäßig dezimieren. So, dann lass nochmal ganz kurz reparieren wieder. Jawohl. Und da einen Monat müssen wir, glaube ich, noch warten. Dann müsste es gehen. Irgendein Hafen wird blockiert. Okay. Alles soweit in Ordnung. Wir sind hier soweit vom Krieg eigentlich auch durch. Wir sparen jetzt gerade noch ein paar administrative Punkte auf in erster Linie. Dass wir dann die Provinzen, die wir beanspruchen, natürlich dann auch dementsprechend in Kernprovinzen umwandeln können. Und im Idealfall sollte vielleicht diese Kernprovinzerstellung schon abgeschlossen sein. So, Kriegsgrund gegen Böhmen und K. Wunderbar. Da haben wir die Ansprüche sozusagen fingiert. Dann lassen wir hier weitermachen. Geheimdienstaktion, Anspruch fingieren auf das Ding. Und hier werden wir das auch nochmal machen, sobald der Diplomat zumindest frei ist. Anspruch fingieren auf Lins. So, das läuft. Gut. Also wir sind gut durchgekommen mit dem Krieg. Also das war ja der zweite englische Eroberungskrieg, den wir hier geführt haben. Oder sächsischer Eroberungskrieg gegen England. Und von daher bin ich da ganz zufrieden eigentlich. Wir haben 90% Kriegsstand. Wir können wirklich eine Menge rausholen, denke ich mal. So, die Schiffe sind auch wieder repariert, das ist auch gut. Wir könnten hier nochmal versuchen, in den Kampf reinzukommen. Schauen wir mal, dass wir mal vielleicht noch ein paar Seegefechte hier haben. Da sind sie geflohen, die Schweine. Verliert 50 Dukaten, ja, von mir aus. Wo seid ihr denn jetzt hin? Ach, da hoch. Hm. Okay, bringt nichts. 67 Schiffe haben sie hier. Da könnte man das eigentlich... Warte mal, doch... Warte mal, wenn Großbritannien dort auch noch ist, lass mal Folgendes machen. So, lass euch mal hier drauf verlegen. Genauso wie euch. Unser Agent wurde entdeckt, das ist in Ordnung. So, die Armee ist auch da. So, dann lass dich nach da oben verlegen wieder. Und dann... Geht doch mal dort an oder von Bord. Könnt ihr nicht? Doch. Okay. Und da geht die komplette Armee, also beide Armeen, gehen dort runter. Wunderbar. Und dann tun wir dort einfach auch nochmal belagern. Wir haben gerade eh nichts so Wildes zu tun hier. Also von daher, das passt gerade. So, lasst euch mal nach da verlegen, dass wir... Halt, Pause, zeigen... Okay, Revolte dort unten. Kurfürstentümer des Heiligen Römischen Reiches ist auch in Ordnung. Sind wir ja trotzdem noch dran? Ja, sind wir sogar noch dran. Haben nur leider keine Armee mehr, die das beschützen kann. So, wer ist jetzt schneller? Seid ihr schneller weg oder seid ihr schneller da? 26. Juli, 2. August, das heißt, ihr seid schneller hier bei mir. Das heißt, es wird zu einem Kampf kommen und wir werden euch einfach mal dezimieren. Sehr gut, das hat gut funktioniert. Da haben wir sogar ein Schiff erobert. Wunderschön. Gut, dann hätte ich gern den mit dem General, dass ihr euch dorthin verlagern lässt. So, wunderbar. Dann werden wir die Schiffe mal ganz kurz wieder abziehen, sobald die dann dort sind. Genau. Komm mal her. Und dann lass dich hier nochmal anlegen, dass ihr euch reparieren könnt. 708 Dukaten, sehr schön. Nehmen wir natürlich gerne. Und einen Kampf haben wir mal wieder gewonnen. Ach da, okay. Und... Ja, da kommen die Schiffe dort rüber, können sich hier reparieren. Da lassen wir es auch einfach mal eine Weile stehen, das ist ja nicht verkehrt. So. Wir haben wieder ein bisschen administrative Macht. Die Kernprovinzerstellung ist auch fast durch. Ich denke mal, das wird demnächst werden. So, da sind die Schiffe auch repariert, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Das dieses Hammer-Symbol ist gerade verschwunden. Da können wir euch wieder nach hier oben verlegen. Vielleicht kommen wir noch rechtzeitig, dass wir euch hier nochmal abfangen. Nein. Okay. Wollt ihr zufällig zu uns?
Ja, sehr schön. Da wird Zucker produziert. Da haben wir den Kampf gewonnen und schon wieder ein Schiff dazu bekommen. Okay, dann docken wir halt hier nochmal an. Wenn uns das Schiff jetzt wieder zufällt, einfach so, da haben wir schon 62 Transportschiffe. Und dann repariert das Ganze nochmal. Stabilität plus 1 ist ganz nett. Oder 50 Prestige ist natürlich auch ganz nett. Stabilität brauchen wir halt gerade nicht. Haben wir schon plus 3. Dann nehmen wir das Prestige. Sehr nett. Coole Sache. So. Dann sind wir soweit wirklich durch. Das habe ich glaube ich schon jetzt ein, zwei Mal gesagt. Aber es ist halt so. Aber wir müssen halt noch diese Kernprovinzerstellung abwarten. Sammeln nebenbei schon mal administrative Macht an, dass wir dann die Provinzen halt auch als Kernprovinz umstellen lassen können. So, du bist dort fertig. Okay, Kriegsgrund gegen Portugal. Ihr seid hier noch nicht fertig mit dem Reparieren, aber ihr könnt das jetzt folgendermaßen machen. Ihr könnt ja dort andocken, dann seid ihr zumindest schon mal dort in der Nähe. Und euch dann dort reparieren lassen. Jawohl. Kernprovinz erhalten. Sehr gut. Dann können wir den Frieden sozusagen verhandeln. Wobei ich diese Provinz hier auch nochmal mitnehmen werde. Das dürfte relativ schnell gehen. In der Zwischenzeit wird das Schiff halt noch repariert. Das müsste auch passen. Und lass mal schauen. Plus 12 haben wir schon. Argon schloss Frieden mit Großbritannien. Weißer Frieden. Warte mal. Das ist ein eventuelles Problem. Nein, ist kein Problem. Ich dachte schon. Gut. So, da haben wir das auch besetzt. Sehr gut. Und dann können wir den Frieden verhandeln. Wobei ich da, glaube ich, nochmal einen kurzen Speicherstand reinhauen möchte. So, machen wir einfach mal hier. Sehr gut. So, dann lass mal schauen, was wir hier rausholen können. Wir haben auf jeden Fall ganz schön viele Ansprüche gelegt vor dem Krieg. Kann man das hier nach Anspruch sortieren? Ich würde es gerne hier nach sortieren. Was heißt das eigentlich? Nach Prestige, okay. Warte mal, nach diplomatischer Macht müssten wir es sortieren. Dann müssten wir alle Ansprüche, genau. Da sehen wir das hier am einfachsten. So, wir kriegen nicht alles. Wir müssen uns entscheiden, was wir nicht nehmen werden. Ja, Yorkshire. Müssten wir drauf verzichten, aber den Rest könnten wir uns alles holen. Guck mal, da hätten wir schon einen ganz schön dicken Fuß hier in England drin. Gar nicht mal so verkehrt. Ich denke mal, das werden wir machen. Wir würden dafür 122 Überdehnung bekommen. Das ist eigentlich ein gefährliches Ausmaß. Aber vielleicht kriegen wir das hin. Wir haben ja gespeichert. Genau, wir probieren es einfach. So, das hätten wir wohl an, jawohl, und dann schnell Kernprovinzen erstellen. Dann nehmen wir einmal die für 196, oh guck mal, die sind nicht so teuer hier. Dann nehmen wir die teuerste hier für 196 und ja, das war's auch schon, da müssen wir erstmal warten. Allerdings, wenn wir die dann haben, sind wir 25% Ansprüche, Überdehnung los. Gut, ihr lasst euch mal verlagern. So, du dockst gerade ab, jawohl, das ist verständlich. Und du gehst bitte aufs Schiff, genauso wie du bitte aufs Schiff gehen wirst. Dass wir euch dann dementsprechend hier mal in unsere Region reinziehen können. Akzeptieren wir das Ganze mit der Staatsehe mit Österreich. Und dann lass mal gucken. Jawohl, da seid ihr an Bord. Dann müssen wir euch nur verlagern. Ich denke mal, wir werden euch direkt hier in unsere Hauptgegend verfrachten. Dass wir hier auch mal wieder ein paar Einheiten haben. Hier oben müssen wir auch wieder eine Einheit hinstellen in Fünen, dass ja die dänischen Truppen oder in dem Fall jetzt gerade die Rebellen dort keine blöden Sachen anstellen. So, und der Rest müsste passen. Genau. Sehr schön. Wie sieht es mannstärkemäßig aus? Oh, wir könnten ein paar Armeen bauen. Wir haben einige Verluste erlitten. Wie viel Kohle machen wir? 43. Sind unsere Berater dabei noch an Bord? Jawohl, okay, das passt also soweit. Wir werden hier mal, das hatte ich jetzt mal entdeckt, ich habe mir das mal angeschaut, so eine Vorlage erstellen. Das geht ja wesentlich schneller. Wieso ich da früher noch nicht drauf gekommen bin. Dann können wir hier nämlich festlegen, unsere Standardarmee können sagen, die soll nicht nur in einer Provinz gebaut werden, sondern durch Shift-Klick und Links-Klick können wir dann sozusagen sagen, okay, baut das in so vielen Provinzen wie notwendig. Können die Vorlage speichern. Können wir mal dementsprechend benennen. Standard Armee. Speichern. So, dann machen wir hier einfach einen Klick und sagen, hier bauen. Und die sammeln sich dann auch alle und legen sich direkt auch zusammen als eine Einheit, was total nett ist. Also, das hätte ich früher mal wissen müssen.
Aber man lernt ja nie aus. Und von daher auch alles in Ordnung. So, wir werden mal trotzdem Ansprüche auf England weiter fingieren. Genauso wie hier auf Böhmen, da bleiben wir auch dran. Und wo hat man noch? Hier auf K hat man noch Ansprüche fingiert, genau. Da tun wir nochmal auf Württemberg. Sehr gut. So, Frankreich ist immer noch im Krieg gegen England, wird aber wahrscheinlich dadurch, dass wir jetzt Frieden geschlossen haben, ja ein bisschen zurückgedrängt werden, zurückgeschlagen werden. Schauen wir mal. Aber ich bin ganz froh darüber, aber ganz happy damit, dass wir diese ganzen Kernprovinzen da erstellen können, zumindest nach und nach. Und dass wir jetzt schon einen ganz dicken Fuß hier in England drin haben. Das hat sich schon mal gelohnt, würde ich meinen. So, euch können wir hier mal zusammenlegen. Ihr seid eigentlich nur eine Einheit. Genau. Wir haben ungefähr 20.000 Mann Armee. Achso, weil die noch nicht fertig ist, deswegen. Aber die wird sich gleich erweitern. Genau. Prägt mehr Münzen. Dann kriegen wir Inflation. Oh je. Und stopp, Revolte. In Großbritannien haben wir Revolte. Dann lasst euch verlegen. Du nach da. Ihr seid schon am Kämpfen. Okay. Das passt ja gerade so. Okay. Typischer Neinsage. Ich brauche ihn nicht. Berater dankt ab. Durch die Eroberungsfeldzüge abgeschreckt hat einer unserer Hofberater das Land verlassen. Alter, echt? Der war noch ganz nett. Dann lass mal gucken, welcher das war. Wir brauchen ja Ersatz dafür. Oh, sogar ein sehr wichtiger. Dann nehmen wir halt den. Da kriegen wir jährliche Inflationsreduktion plus 0,1. Was eigentlich auch ganz nett ist, weil wir kriegen immer mal wieder Inflation. Und von daher, dann passt das soweit. Unser Agent wurde entdeckt. Da haben wir den Kampf gewonnen. Und die anderen Kämpfe werden wir aber auch gewinnen, so wie es aussieht. Jawohl, den haben wir auch. Und hier werden wir auch noch gewinnen. Sehr schön. Das passt erstmal. So, Kernprovinzerstellung. Nebenbei immer wieder darauf achten. Kriegsmüdigkeit ist komplett gegen Null gesunken. Das ist gut soweit. Wir können eine Technologie entwickeln. Kavallerie Nahkampf plus 1,0. Sehr interessant. Und ansonsten, ja, wir brauchen wieder in Amerika eine Armee. Warte mal, dann lass dich mal hier drauf verlegen. So, dann werden wir die Armee hier mal rüber schippen. Und dann gehen wir direkt dort von Bord. Schauen wir mal. Ich war da noch rechtzeitig. Ich komme nicht, dass hier gleich wieder ein Aufstand ist oder so. Gut, wir können in eine neue Idee investieren. Wahrscheinlich eine Entdecker-Idee. Okay. Kolonialreichweite plus 50%. Ich weiß gar nicht, ob wir diese Ideen überhaupt brauchen. Das ist halt nur wegen dem Kolonisten, haben wir es im Endeffekt gemacht. Hm, weiß ich noch nicht. Spionageoffensive oder Prestige? Hm. Wir nehmen das Prestige. Wir haben zwar schon viel, aber was soll's. Es baut sich auch relativ schnell wieder ab. Und was wir haben an Prestige, das haben wir. Haben wir denn hier noch Möglichkeiten? Errichtet eine Präsenz in Kanada, entfernt Parma von der Karte. Würde ich gern auch machen nach und nach. Aber jetzt im Moment haben wir, glaube ich, einen Waffenstillstand. Oder? Nein, wir haben keinen Waffenstillstand mit Parma. Also wir dürften theoretisch sogar. Die sind nur mit Burgund verbündet. Diplomatie, na, wir haben gerade keinen Diplomaten frei, da müssen wir mal ganz kurz warten. Ich meine, durch den Auftrag würden wir halt einen Kriegsgrund bekommen. So, lass mal gucken. Jetzt haben wir einen Diplomaten frei. Burgund würde nicht in den Krieg mit einziehen, das heißt, wir, ach, das ist aber, wäre ein Schnäppchen. Dann lasst das mal machen. Entfernt Parma von der Landkarte. Jawohl, das nehmen wir an. Gut, und dann können wir hier, glaube ich, direkt den Krieg erklären, ohne was befürchten zu müssen. Eroberung von Parma. 75% aggressive Expansion. 100% Prestige, 100% Kosten für Eroberung von Parma. Ja, ist halt normal. Na gut, dann machen wir das. So, dann lass mal hier näher rangehen und dann werdet ihr hier auf jeden Fall einmarschieren. Euch werden wir mal einen schicken General zur Seite stellen. So, dann ab hier. Theoretisch müssten wir euch schon mal aufteilen, falls die fliehen wollen. So, gucken wir mal. Pause und den Kampf haben wir auf jeden Fall gewonnen. Das ist gut. Die fliehen jetzt wirklich. Genau, und stopp. Da kommt es nochmal zu einer Auseinandersetzung.
Genauso wie allerdings dort, was jetzt gerade überhaupt nicht cool ist, weil wir haben keine Einheiten dort in der Nähe. Höchstens euch. Dann müssen wir euch dorthin verlegen. Euch werden wir nachziehen lassen. In der Hoffnung, dass hier noch einer von euch rechtzeitig da ist. Okay. Okay, Kampf gewonnen. Ist die Armee zerschlagen von denen? Ja, sieht mir danach aus. Dann lasst euch auch noch nach da verlegen. Also kommen wir noch rechtzeitig an? Ich weiß es nicht. Ja, kommen wir. Okay, das ist die Revolte. Ist in Ordnung. Ja, das liegt halt an der Überdehnung natürlich, die wir dringend bekämpfen müssen. So, da haben wir dort nochmal die Kernprovinzerstellung in Auftrag gegeben. In dem Kampf haben wir auch gewonnen. Und hier müsste irgendwo eine Komplettarmee sein. Okay, ist noch nicht. Dann können wir euch zusammenlegen. Ihr seid dann die Komplettarmee. Dann lasst euch lieber in Ingolstadt nieder erstmal. Ihr könnt ja hier stehen bleiben, irgendwo in der Nähe. Das ist ja egal. So, Truppen desertieren. Aha. Okay. Interessant. Na gut. So, wir haben Kriegsmüdigkeit bekommen, plus 1, aber hier die Belagerung müsste ja trotzdem davon unberührt weitergehen. So, wir können mal hier verstärkt noch belagern. Da kriegen wir hier nochmal einen erhöhten Kanonenbonus, was auch ganz nett ist. Und dann es geht die Belagerung, glaube ich, relativ schnell auch vonstatten. So, Provence ist Kaiser, Jean der Dritte. Sehr schön. Und ja, die Belagerung machen wir hier noch zu Ende. Kernprovinz erhalten, sehr gut. Da müsste man aus dem ja, 100% Überdehnungsradius draußen sein. Das ist gut. Hier könnte man diplomatische Macht aufwenden, um die Dinge zu reduzieren. Das ist auch soweit in Ordnung. Dann dürfte die Kernprovinzerstellung nämlich auch günstiger sein. So, und hier sind wir wie gesagt noch dran. Stufe 7 haben wir erreicht. Und weiter steigend natürlich, Stufe 8. Wir könnten eigentlich auch schon einfallen, aber das will ich nicht. Das ist so eine Truppenverschwendung immer. Weil wir zum Testen oder zum Zeigen kann ich es ja mal machen. Das müsste auf jeden Fall funktionieren. Wir klicken jetzt hier drauf und ihr werdet sehen, dass jetzt nur die Infanterieeinheiten davon betroffen sein werden. Und die werden massiv abnehmen, obwohl hier nur 973 Mann drin sind. Naja, schauen wir uns das Ganze mal an. Ja. So, Kernprovinz erhalten, ist in Ordnung. Belagerung von Parma ist abgeschlossen, ist auch in Ordnung. So, dann können wir euch hier rausziehen, genauso wie euch. Und dann müsste das passen. Dann können wir hier den Frieden vielleicht verhandeln, weil wir im Moment noch 89% Überdehnung haben. Also vielleicht sollten wir auch einfach noch kurz warten. Wie viel Überdehnung würden wir denn kriegen durch Parma? Frieden verhandeln. 35% Überdehnung würden wir dazu bekommen. Das ist nicht ganz so nett. Da sollten wir wirklich noch ein Stück weit warten. Bis dann zumindest diese Kernprovinzerstellung abgeschlossen ist. Aber dann hätten wir hier zumindest auch uns ein klein wenig erweitert. Und das für relativ lau. Gut. Na denn, machen wir die Zeit mal auf ganz schnell. In der Hoffnung, hier passiert jetzt keine Revolte oder sowas. Eine Art. Lass mal kurz ein bisschen weiter rauszoomen. Frankreich ist im Kampf gegen Burgund und scheint sich nicht schlecht anzustellen. Weil gut, jetzt verlieren sie wieder. Na, wir behalten das mal im Auge. Denn Frankreich könnte natürlich langfristig auch ein guter Verbündeter sein. Ach ja, wir wollten ja ganz nebenbei auch hier die Ansprüche fingieren. So, lassen wir dort. Dann lassen wir hier in Böhmen auch nochmal. Und ich glaube, in K haben wir alle Ansprüche soweit fingiert und von daher müsste das passen. Da haben wir auch den Diplomaten frei für den Fall, dass was passiert. Waffenstillstand mit Sizilien ist schon beendet. Das ging aber flott. So, das werden wir schon mal zur Kernprovinz erstellen, ganz nebenbei. Und ja, dann sind wir überdehnungsmäßig, glaube ich, auf der sicheren Seite. Dann können wir wirklich demnächst den Frieden mit Parma verhandeln. Kolonie ist selbsterhaltend. Sehr gut. So, wir können hier bestimmt aber noch weitermachen. Guck mal hier, können wir nochmal einen Kolonisten hinschicken. Was wir auch direkt mal machen werden. Und dazu verlegt ihr euch bitte nach dort hinten. So, jetzt haben wir hier schon sogar, die haben jetzt 5 Einheiten. Also ich glaube, je größer die werden, desto besser wird es natürlich. Sachsen erhält einen diplomatischen Beleidigungskriegsgrund gegenüber Kiewer Russ. Oder 15 Prestige verlieren. Administrative Macht ist jetzt aber auch nicht so schön zu verlieren. Dann verlieren wir lieber das Prestige. Kernprovinz erhalten. Sehr gut. Und ja, Ansprüche fingieren wir weiterhin auf England, was auch wichtig und gut ist.
Denn das soll es noch nicht gewesen sein. Ich will mir noch mehr einverleiben. Ich will eigentlich ganz Großbritannien, also zumindest die britischen Inseln, hätte ich schon gerne. Oder zumindest erstmal so einen fetten Fuß drin, dass wir die dominante Vorherrschaft auf den Inseln haben. Was im Moment ja noch nicht rein landmäßig gegeben ist. Also ein bisschen arbeiten wir noch dran. Und dann wäre aber natürlich auch noch langfristig ein Ziel, das große, fette Dänemark hier oben. Und darum werden wir uns auch mal kümmern müssen, bei Zeiten. Ja, aber erstmal England und vielleicht auch Böhmen. Gucken wir mal. Wir haben Ansprüche auf eine Provinz verloren, auf Breslau. Okay. Kriegsgrund gegen Kiewer-Russ ist damit ausgelaufen. Und das macht nichts. So, was haben wir hier? Bauholzmangel. Verdammt. Was ist denn hier eigentlich? Okay, da ist aber ganz schöne Zermürbung drin. Hm, na gut. Das werden wir so hinnehmen erstmal. Wir regenerieren, glaube ich, trotzdem unheimlich Truppen. Also 3300 Mann pro Monat kriegen wir dazu. Das ist so eine gewaltige Menge. Hm. Wenn man zurückdenkt, am Anfang des Spiels war man, glaube ich, froh, wenn es 300 waren. Jetzt haben wir das Zehnfache davon. Das ist schon nicht so schlecht. So, hier gehen wir die Diplomatiepunkte aus und... Können wir hier schon mal nebenbei? Nee, können wir noch nicht. Wir kriegen, glaube ich, 35%, wenn wir den Frieden hier verhandeln. Halt, hier. Wenn diese Provinz fordern, kriegen wir 35% Überdehnung. Das heißt, wir wären dann wieder bei über 100%. Die Frage ist, ja, kommt, wir machen es trotzdem, oder? Ansprüche aufgeben auf Mailand. Ja, das ist dann, danach ist das eh egal. Dann habt ihr keine Ansprüche mehr auf Mailand. Hm. Dann seid ihr nämlich nicht mehr. Wohlan. Das haben wir. Erholungsgeschwindigkeit der Mannstärke. Jährliches Prestige plus 1,0. Das ist ganz nett. Und Kernprovinz können wir aber noch nicht erstellen. Das braucht halt noch. Das ist aber eine teure Kernprovinz, die wir hier erstellen müssen. Eingeborenenaufstand zurückgeschlagen. Ist auch in Ordnung. So, da haben wir die Revolte, wenn wir da über 100% Überdehnung sind. Lass mal gucken. Haben wir irgendwas in der Nähe? Ja, die Einheit hier. Dir könnten wir auch einen General geben. So, dann versuch mal dein Glück, dass du dort schnellstmöglich einmarschierst. Was haben wir hier? Sena, sie erzählen uns über das Ereignis interne Konflikte. Jawohl. So, die haben wir zerschlagen, wunderbar. Und die eine Kernprovinz ist ja auch gleich erstellt. Das geht ja relativ flott. Staatsehe mit Österreich akzeptieren wir. Wie sieht es eigentlich mit Baden aus? Haben wir da auch noch Staatsehe am Laufen? Dynastieaktionen? Ja, haben wir ja noch am Laufen. Das funktioniert. So, dann Ansprüche weiterhin fingieren auf Dauphini, was auch immer das ist. Und hier bitte auch noch fingieren auf Ratibor. Jawohl. So, dann lass die Zeit erstmal wieder voranschreiten und... Halt, war nicht schlecht. Nein, Stabilität, Regentschaft. Nein, Regentschaftsrat auch noch. Das muss ja nun gerade nicht sein. Nicht so schön. Kernprovinz erstellen, ja, machen wir. Die ist ja gleich fertig, dann ist die Überdehnung zumindest erstmal weg. Also zumindest nicht mehr auf über 100%. Kernprovinz erhalten, sehr gut. Und ich sehe auch gerade auf die Uhr, wir haben es eigentlich für diese Folge schon wieder geschafft, soweit. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen bei euch, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, schaltet ihr einfach morgen wieder mit ein, wenn es heißt Let's Play Europa Universalis 4. Bis dahin, ciao, ciao.